Der Honigtopf. Vor langer Zeit, ganz früher, waren Fuchs und Wolf Freunde. Sie wohnten zusammen in einem Häuschen im Wald, gingen gemeinsam auf Raub aus und teilten untereinander ihre Diebsbeute. Doris Geiersberger liest in der Kunsthalle Rostock ein Märchen. Sie ist Mitglied beim Freunde der Kunsthalle e.V. und ist einem Aufruf des Vereins gefolgt. Im Rahmen der Ausstellung Erzähl mir Märchen Einblick 01 kann jeder ein Märchenvorleser werden. Die Ausstellung mit Werken aus der Sammlung der Kunsthalle Rostock eröffnete am 15. Januar. Uwe Neumann, Leiter des Hauses, freut sich über den gelungenen Auftakt der neuen Reihe Einblick. Sie greift ausschließlich auf Werke aus den Sammlungen der Kunsthalle zurück. Also wir wollen das Arbeit mit der Sammlung thematisch vornehmen, weil unsere Sammlung ist ja sehr heterogen und es gibt natürlich auch Arbeiten, die noch nie gezeigt wurden. Das ist eben das Schöne bei so einem Thema. Es kommen Arbeiten aus dem Depot an die Öffentlichkeit, die sonst vielleicht gar nicht gezeigt werden würden. Und deswegen finde ich es sehr spannender Umgang mit der Sammlung. Ich habe mich gefragt, was im Januar für die Kunsthalle gut passen würde. Was würde man stimmungsmäßig gern sehen oder wohin würde man gern gehen? Und ich dachte, irgendwas, was einigermaßen schön, gemütlich, warm ist, fände sicherlich einen guten Platz in der Kunsthalle. Und deswegen Märchen als etwas Geheimnisvolles, Gemütliches, aber auch Lustiges. Märchen sind ein Teil eines weltumspannenden Schatzes, der in jeder Kultur eine eigene Ausprägung erfährt. Immer geht es um Abenteuer, die die Helden überstehen und bestehen müssen. Märchen vermitteln den Mitgliedern einer Gemeinschaft Werte, aber auch Verbote und Tabus. Märchen können soziale Missstände bloßstellen oder sogar gesellschaftspolitische Utopien enthalten. Und Märchen sollen vor allem eins, nämlich unterhalten. Ja, hier ist schon deutsches Kulturgut an der Wand. Und ich glaube, als deutscher Abgeordneter sich auch dieser kulturellen Wurzeln immer wieder mal auch visuell zu vergegenwärtigen, das ist eine gute Motivation. Das Zweite ist natürlich auch, über uns Politiker wird gesagt, sie erzählen Märchen. Mal gucken, ob ich das hier wieder gespiegelt vorfinde. Viele Objekte der Ausstellung beziehen sich nicht unmittelbar auf Märchen. Aber gerade diese Skulpturen und Bilder können die Fantasie anregen, neue Geschichten und Bilder zu ersinnen. Die Illustratorin Andrea Köster gestaltete die Ausstellung sensibel und trotzdem markant. Wichtig war dadurch, dass es viele verschiedene Künstler sind, die hier ausgestellt werden, auch viele verschiedene Stile, die sehr detailliert sind und auch etwas älter, dass wir einen Stil finden, der das Ganze illustriert und unterstützt und verbindet miteinander, also dass man eine Art roten Faden hat, der sich durch die Ausstellung zieht und meine Illustrationen an der Wand sich aber trotzdem sehr zurücknehmen. Möglich wurde die Ausstellung auch durch die Unterstützung der Freunde der Kunsthalle e.V. und dies sowohl finanziell als auch mit dem Aufruf »Lest ein Märchen«. Ich lese hier Märchen, weil ich einfach gerne vorlese, weil ich mich der Kunsthalle sehr verbunden fühle und weil ich die Idee mit dieser Märchenausstellung und der Verbindung zum Vorlesen auch sehr schön finde. Wenn auch Sie ein Märchen zum Besten geben wollen, können Sie sich unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse anmelden. Besuchen können Sie die Ausstellung Erzähl mir Märchen Einblick 01 in der Kunsthalle Rostock noch bis zum 26. Februar.